diesem kleinen Mod-Vorstellungsvideo. Ja, wir haben hier ein neues Feuerwehrauto für euch, und zwar eine Mercedes. Und der liebe Axel ist natürlich auch wieder mit dabei. Servus. So, Leute, ich muss hier nebenbei auf mein Handy gucken, denn ich habe mir zu dieser Mod-Vorstellung natürlich ein paar Notizen gemacht von einem Fachmann. Wir haben euch in Schwatzingen gestern ja die Feuerwehr quasi eingeführt. Wir hatten einen Tag der offenen Tür. Habe ich gerade gesagt, wir haben euch die Feuerwehr eingeführt. Ja. Wow. Das ist okay. Muss ich gucken, ob ich das drin lasse. Auf jeden Fall haben wir einen Tag der offenen Tür gehabt und haben euch neue Feuerwehrfahrzeuge vorgestellt, die gestern in der Stadt Schwatzingen geliefert wurden. Und darunter eben dieses Fahrzeug. Das hier ist ein HLF, ne? In dem Sinne. Axel, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Ja. Also, wir legen es aus als HLF, ne? Das ist ein LF-Fahrzeug, also ein Löschfahrzeug. Und das gibt es halt auch als HLF, also ein Hilfslöschfahrzeug. Es kommt einfach darauf an, was quasi für eine Ausstattung auf dem Fahrzeug ist. Mit dem Feuerwehr-Thema muss man immer etwas sensibel sein, weil ihr seid natürlich, wir haben ganz, ganz viele Fachmänner da draußen. Und wir haben aber auch schon mitbekommen, dass selbst diese sich untereinander manchmal etwas in den Haaren haben. Der eine sagt, das ist das, der andere sagt, das ist das. Aber das ist nicht schlimm. Lasst uns einfach Spaß an dem Mod haben. Und noch ganz kurz zur Info. Den könnt ihr euch natürlich wieder runterladen, der ist freigegeben. Den haben unsere Modder nicht komplett selber gebaut, aber die haben den fehlerfrei gemacht und alles. Der wurde von jemand anders gebaut. Wir haben den nur quasi ready gemacht für den Dedicated Server. Es funktioniert jetzt alles, es geht alles, der lässt sich super fahren. Ihr könnt den verwenden. Unten ist der Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr den über die Homepage mcmanus.de einfach runterladen und unterstützt die Modder natürlich noch ein bisschen mit dabei. Ja. Das erstmal zur Info, da habt ihr jetzt schon zwei Feuerwehrfahrzeuge, es wird noch ein drittes Feuerwehrfahrzeug kommen und es wird auch noch ein Rettungsfahrzeug kommen, das kann ich euch schon mal sagen. Aber jetzt erstmal zurück zu dem. Wir haben hier einen HLF, ne? Ja. Genau, also mit einem 2000 Liter Löschwassertank, das ist ein Fahrgestell von Mercedes. Der Aufbau dieses Feuerwehrfahrzeuges ist von der Firma Ziegler und das Ganze hat eine Gruppenbesatzung 1+8. Also insgesamt 9 Leute haben Platz auf dem Fahrzeug. So, das Gesamtgewicht haben wir hier 16 Tonnen insgesamt verbaut. Und dann gibt es, wie gesagt, das HLF steht halt für Hilfeleistungslöschfahrzeug. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. So, LF wäre ohne Hilfeleistungseinsatz in dem Sinne oder Ausrüstung und ist quasi nur ein reines Löschfahrzeug. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat dann auch einen größeren Löschwassertank, ne? Ich glaube. Das wissen wir nicht, da wollen wir uns mal bedeckt halten. Ja. Genau. hier steht noch als kleine Info, dass das Ganze auch als Staffelbesatzungsfahrzeug möglich ist und der Hersteller geht natürlich auf individuelle Wünsche ein. Das heißt, wenn man so ein Fahrzeug bestellt, dann kann man ganz, ganz viele Wünsche, Anregungen und so weiter, kann man dann freien Lauf lassen. Und der Hersteller, der gestaltet das eben individuell. Wir haben da gestern relativ viel, also bei True Farming relativ viel, auch ein bisschen über Feuerwehr gelernt. Mit dem Chat haben wir sehr viel interagiert. Die haben uns noch ganz, ganz viel gezeigt. Und es ist einfach klasse, wenn man auch sieht, wie viele Leute von euch in der Freiwilligen Feuerwehr sind, in der Berufsfeuerwehr tätig sind oder generell einfach sich eben engagieren, was das betrifft. Ne, zählt ja auch der THW dazu oder was auch immer. Oder eben Rettungsdienst und so weiter und so fort. Unsere Mission gestern war eigentlich, erstmal noch ganz kurz zu dem Mod hier. Und zwar der Mod ist auch wieder nicht 100% perfekt. Der ist von der Optik nicht 100% perfekt. Der ist, mit den Achsen haben wir genau dasselbe Problem wieder. Die Felgen sehen richtig scheiße aus, das wissen wir auch. Ne? Aber es ist trotzdem ein cooler Mod und es ist ein absolut sauberes Fahrzeug, ohne Fehler. Und das ist halt einfach das, was uns wichtig ist. Wir hatten in der letzten Mod-Vorstellung schon mal gesagt, es bringt uns nichts, ein Fahrzeug hier zu disclaimen und quasi ein Fahrzeug hier zu veröffentlichen, welches wochenlang gearbeitet dran wurde und quasi alles andere liegen geblieben ist. Das macht für uns keinen Sinn. Wir wollen lieber die V4 in Schwatzingen fertig bekommen, ne? Und haben ja auch ständig noch irgendwelche anderen Sachen, mit denen wir unsere Modder zubomben. Ne? Wir brauchen mal das für hier, wir brauchen mal das für dort, können wir mal das machen, was haltet ihr dann davon? Ach, die haben wirklich viel zu tun, die Jungs, deswegen Kuss geht raus. Genau. Aber was gestern eigentlich noch so ein bisschen unsere Botschaft war, Axel, ist ja, wir haben ja diesen Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr gemacht, in Schwatzingen, und haben eben diese neue Fahrzeuglieferung ein bisschen zelebriert. Die Stadt hat die eben angeschafft. Wir zahlen ja auch Steuern in der Stadt und das heißt, das muss ja auch sinnvoll verwendet werden.
Und das ist halt eine äußerst sinnvolle Verwendung. Jetzt fehlt halt nur noch die größere Feuerwache. Schauen wir mal, lassen wir uns da mal überraschen. Und also Gebäudemodelling und so weiter ist nicht so einfach. Das können auch nicht so viele. Also jedenfalls kenne ich nicht so viele, die es können. Und ja, Axel, was war unsere Botschaft eigentlich noch, die wir gestern so ein bisschen mit auf die Reise geben wollten? Ja, unsere Botschaft war an sich, wie es ja mit all den ganzen ehrenamtlichen und auch hauptberuflichen Berufen ist, in dem Zweig einfach mal ein großes Dankeschön an jeden Kameraden da draußen abzugeben für die Einsatzbereitschaft, die Zeit, das Herzblut, all das, was da investiert wird. Und das dann auch in dem Sinne wird ja auch immer bei jedem Einsatz irgendwo das Leben aufs Spiel gesetzt. Und dafür wollten wir einfach mal Danke sagen an die jungen Leute, an die älteren Kameraden, die schon ewig dabei sind. Also einfach mal Danke dafür, dass ihr immer zur Stelle seid. Genau, also das ist halt wirklich so eine Sache, wo wir echt unseren Hut vorziehen. Es gibt ganz viele Berufe, vor denen wir unseren Hut ziehen, die ohne die unsere Gesellschaft aufgeschmissen wäre, welche aber wiederum von unserer Gesellschaft in dem Sinne nicht wirklich sehr toleriert werden. Also man braucht nur LKW-Fahrer, man braucht nur Landwirtschaft gehen oder sonst was sich da aufgeregt wird, manchmal auf den Straßen, wenn die LKWs unterwegs sind, wenn die Traktoren unterwegs sind und so weiter. Aber im Endeffekt, man sollte da wirklich ein bisschen gegenseitige Rücksichtnahme haben und sollte einfach wirklich Respekt davor haben, was die Leute jeden Tag leisten. Und genauso ist es natürlich bei der Feuerwehr, egal ob Beruf oder freiwillige Feuerwehr, und bei den Rettungsdiensten muss man ganz klar sagen, ziehen wir absolut unseren Hut. Ganz toll, Jungs. Und ja, wir haben selber eine freiwillige Feuerwehr am Ort, eine kleine. Und ich bin immer froh, dass die Leute da engagiert sind, dass wir die haben. Brennt bei mir mal was oder ich habe einen Unfall, die müssen ausrücken oder irgendwie. Ich wäre froh, wenn sie so schnell wie es überhaupt geht da sind. Ja, also deswegen. Gut, das Fahrzeug hat zwei verschiedene Aufbauten. Das heißt, wir haben einmal diesen Aufbau hier. Den anderen Aufbau könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr euch den Mod runtergeladen habt. Ne, da gibt es noch einen anderen Kabinenaufbau, was das Blaulicht betrifft. Auch hier haben wir natürlich wieder einen Martinshorn verbaut. Excel, du kannst ja mal kurz anmachen. Wenn wir uns vom Fahrzeug entfernen, hören wir auch hier wieder, wie das Ganze leiser wird und lauter wird. Also es ist schon eine beachtliche Reichweite, ne, wo wir das Fahrzeug hören insgesamt. Ich habe meinen Spielsound jetzt aber auch sehr, sehr leise, muss ich dazu sagen. Gut, machen wir aus und mal die Beleuchtung an. Genau, hier haben wir halt eine wirklich sehr, sehr schöne Beleuchtung. Ein sehr, sehr schönes Warnlicht. Und dann haben wir natürlich am Heck noch ein Warner verbaut. Genau, ein Blitzer, der quasi, wenn man am Straßenrand oder auf der Straße steht, auch den Verkehr von hinten quasi nochmal warnt, der da kommt, dass man eben maximale Aufmerksamkeit hat, dass nicht noch irgendeiner da in das Fahrzeug reinfährt. So sieht's aus. Ja, das ist unser Feuerwehrfahrzeug, unser HLF für euch. Den könnt ihr euch jetzt gönnen, könnt ihr euch runterladen. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß damit und ja, lasst das Däumchen da, wenn ihr gerne mehr sehen wollt. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen, es ist tatsächlich schon wieder der dritte Advent. Es ist der Wahnsinn. Ja, einen wunderschönen dritten Advent und danke für den ganzen Support. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao. Ciao. Ja.